Vögel und fliegende Kühe machen mein Leben reicher. Herzlich willkommen bei Angedacht. Samstagnachmittag, ich bin auf dem Weg vom Niederrhein nach Köln, fahre A57 und es ist Schnee wie Riesel, schlechte Sicht und dann komme ich noch in einen Stau. Man könnte sich ärgern, aber ich tue es nicht, weil ich werde gut unterhalten mit WDR 5 Unterhaltung am Wochenende, Kabarett vom Feinsten. Und dann höre ich einen Satz, den ich ganz witzig finde, den ich mit Ihnen teilen möchte. Und zwar heißt es, ärgere dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf macht, freue dich vielmehr daran, dass es keine fliegenden Kühe gibt. Und ich denke mir, naja, schlimmer geht immer, solche Sätze finde ich eigentlich blöd, aber diesen finde ich wirklich mal richtig gut. Ärgere dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf macht, sondern freue dich daran, dass es keine fliegenden Kühe gibt. Ja, tolles Bild, oder? Da geht das Kopfkino direkt an. Und in der Tat ist es immer so ein Ding, worüber man sich ärgert. Klettere ich auf die Palme drauf oder bleibe ich unten stehen? Und vielleicht bleiben Sie in der kommenden Woche einfach mal unten stehen. Und wenn Ihnen ein Vogel auf den Kopf macht, dann denken Sie, hey, ein himmlischer Segen von oben, wie gut ist denn das? Und ich freue mich daran, dass ich nicht ganz irdisch über meine eigenen Beine stolpere und mit dem Kopf in einem Kuhfladen lande. Also, deswegen aufgepasst, wo Sie hintreten in der kommenden Woche und seien Sie behütet auf Ihren Wegen. Und nächste Woche gibt es dann am Montag wieder ein neues YouTube-Video hier auf Angedacht. Bis dahin sage ich Gott befohlen, alles Gute, machen Sie es gut. Tschüss. Das war Angedacht, was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls.